Wenn man mit Photoshop arbeitet, ist es extrem wichtig, dass man weiß, was Ebenen sind und wie man diese Ebenen einsetzen kann. Ich habe hier im Photoshop bereits etwas vorbereitet, um dir zu demonstrieren, was genau Ebenen sind. Die Ebenen selber siehst du hier. Das ist ein Fenster. Wenn du das nicht hast, dann kannst du über Fenster und Ebenen die dieses Fenster einblenden. Im Grunde genommen muss man sich vorstellen, dass es nach einem Schichtprinzip funktioniert im Photoshop. Heißt, wir haben eine Datei, ein Bild oder eine Form, die ist zu unterst. In diesem Fall ist aber nichts zu unterst. Wenn es so aussieht, ist es einfach ein transparenter Hintergrund. Dann können wir auf diese Ebene, auf diese Basis beginnen, Fotos, Elemente, Formen drauf zu stapeln. Ich habe hier bereits ein Rechteck vorbereitet und du siehst jetzt, dass dieses rote Viereck oberhalb der ersten Ebene angezeigt wird. Ist doch logisch, weil die Ebene 1 ist ja transparent. Wenn wir jetzt aber hier die Ellipse oder den Kreis nehmen und einblenden, wird dieser Kreis voll und ganz dargestellt, weil die Ellipse oberhalb vom Rechteck positioniert ist. Heißt, wenn ich jetzt die Ellipse hinunterziehe, wird nur noch das rote Viereck angezeigt. Dieses Prinzip funktioniert mit einer x-beliebigen Anzahl an Ebenen. Heißt, ich habe hier noch ein blaues Dreieck. Das sieht man jetzt hier oberhalb des Kreises und des Vierecks. Ich kann aber auch das Dreieck mal etwas größer machen. Und dann setze ich das Dreieck unter den Kreis und dann siehst du wieder, dass der Kreis wieder zu oberst landet. Jetzt ist es so, dass du bei diesen Ebenen auch eine Deckkraft einstellen kannst. Heißt, ich mache das gleich mal mit dem Dreieck. Hier hast du eine Deckkraft und wenn du bei einer bestimmten Ebene die Deckkraft reduzierst, kommt unterhalb das hervor, was halb unterhalb ist. Dementsprechend sieht man jetzt, dass das Dreieck etwas transparenter ist und unterhalb kommt dann das hervor, was halb unterhalb ist. Das funktioniert auch über das ganze Bild. Das ist mal das Wichtigste oder das Prinzip der Ebenen und der Deckkraft. Es spielt also keine Rolle, was du auf den Ebenen hast. Grundsätzlich ist das Prinzip, was zu oberst ist, wird auch voll und ganz gezeigt. Alles, was unterhalb angezeigt wird, ist halt das, was oberhalb nicht verdeckt wurde. So kann man sich das in etwa merken. Das funktioniert auch mit dem Prinzip von Fotos, das zeige ich gleich. Ich setze hier schnell diese drei Ebenen in eine Gruppe. Das kannst du machen, indem du alle Ebenen anwählst. Ich habe die oberste Ebene, dann mit Shift und der linken Maustaste wähle ich die unterste an. Das sind alle ausgewählt und dann mit Command G oder hier mit diesem Symbol kannst du eine Gruppe erstellen. Nun habe ich eine Gruppe, ich nenne die jetzt mal Formen. Und wenn ich diese aufklappe, siehst du, dass alle Ebenen nach wie vor da sind. Das ist einfach eine Hilfe zur Darstellungsform. Oberhalb habe ich nun Fotos. Ich blende hier mal die Formen aus. Bei den Fotos siehst du, dass ich hier zu oberst dieses Foto hier habe, das ich ein- und ausblende. Und das untere Foto ist jetzt bildfüllend hineingesetzt in Photoshop. Wenn ich jetzt hier einen Bereich des oberen Fotos auswählen, beispielsweise mit diesem Werkzeug hier. Hier hast du übrigens auch die Kürzel auf der rechten Seite. Dann kann ich hier einen Bildbereich auswählen und schneide es mit der Löschen-Taste aus. Und dann siehst du, dass hier unten dann einfach der Bereich hervorkommt, der halt bei der unterhalb liegenden Ebene hervorkommt. Genau, das funktioniert grundsätzlich mit Fotos, mit Formen, mit allem Möglichen. Jetzt können wir beispielsweise oder könnten wir auch das Dreieck wieder hervornehmen. Wir setzen es dazwischen und dann sehen wir auch, dieses Prinzip funktioniert, egal mit was wir auf der Ebene arbeiten. Wenn wir mehrere Gruppen haben, funktioniert es genau gleich. Heißt, wenn ich jetzt diese Formen zu oben haben möchte, kann ich auch schnell die Gruppen schließen. Ich setze die Formen ganz nach oben. Und dann sind auch die Formen zu oberst. Heißt immer das Prinzip, was zu oberst ist, wird gezeigt, was zu unterst ist, wird nicht gezeigt. Das war mal das Wichtigste der Ebenen.
Wir werden in den weiteren Folgen einzelne Werkzeuge, die hier auf der linken Seite sind, genauer anschauen. Wir werden hier auch noch etwas mehr in die Tiefe gehen mit den Ebenen. Da gibt es auch noch Ebenenmasken. Das kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Aber wenn du hier bereits mit den Formen ausprobierst, mit der Deckkraft, mit dem Transformieren, das kannst du dann auch mit Command-T, kannst du das größer und kleiner machen, dann kannst du hier etwas herumspielen und schauen, ob du das Prinzip der Ebenen verstanden hast. In diesem Sinne sehen wir uns das nächste Mal, wenn es um das Textwerkzeug geht.